ich bin auf viele verschiedene Arten ziemlich sauer. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Folge 8 von, 9 von Mafia 2 Joe's Adventure. Nach meinem kleinen Ausraster in der letzten Folge, heute jetzt immer noch, weil es praktisch nur 2 Minuten nach der letzten Folge ist. Aber alles gut. Das Mikrofon ist im Übrigen in der letzten Folge dann ausgegangen, weil ich es ausgestöpselt habe praktisch versehentlich. Und jetzt aber gut gelaunt. Mist! Hoppala. Scheiße! Verdammt! Scheiße! Jetzt steht blöderweise mein Auto da mitten im Weg. Vielleicht nicht so gut geparkt. Hat aber gut geklappt. Überhaupt kein Problem für mich. Denn ich bin Stefan der Rächer. Nein, die Musik passt ja super. Ah ne, jetzt nicht mehr. Ich dachte, das wäre dieses. Ich muss das schaffen. Da ist natürlich direkt die Polizei. Und die haben ja Automatikwaffen und so ein Scheiß. Das habe ich ja alles gar nicht. Weil diese. Jeder blöde Waffenladen keine vernünftigen Waffen anbietet. Das gibt's doch nicht, sowas, oder? Boah. Okay, die Automatikwaffen sind schon mal weg. Nee, jetzt sind wir wieder da. Nicht in die Wand fahren. Nicht in gar keine Wand fahren, Stefan. Mist! Gut, dass man da sowieso nicht runter kann. Ganz scheiße. Scheiße. Die verfolgen mich ja eh auf dem Schrottplatz. Das geht nicht. Oh nein, ich muss sie abhängen. Ficken! Ich hab sie abgehangen. Aussteigen. Okay, er geht direkt zur anderen Seite. Das ist gut. Drück! Was denn? Geh wieder in den Wagen? Aber warum? Aber ich... Ach so. Was denn? Scheiße. Ein B-Rang, möchte ich mal dazu sagen. Ein B-Rang. B. Ich bin wanted. Und hab einen B-Rang. Lass mich rein. Ich will nicht mehr. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Oh mein Gott. Nehmen wir mal diese M-Mission an. Das Problem ist, es sind wirklich nur noch diese 2 Missionen, die ich da machen muss. Und das größte Problem ist... dass ich wanted bin. Aber ist hier nicht direkt... Da sieht man doch schon dieses... Genau, das da. Das ist ja praktisch direkt nebenan. Dann ziehen wir uns da mal um.
Oh mein Gott, ernsthaft. Also, ich finde das DLC so eine Mischung aus toll und scheiße. Der Verdächtige ist um die 1,80. Normaler Körperbau. Verschießt. Scheiße. Ich bin auf viele verschiedene Arten ziemlich sauer. Das Spiel ist toll. Es macht richtig Spaß. Merkt man, oder? Wie glücklich ich bin, dieses Spiel spielen zu dürfen. Wie blöd die sind. Na, jetzt habe ich wenigstens das Fahrzeug gewechselt. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Also ernsthaft, das ist skurril. Entweder es ist sau schwer. Tun Sie mir nichts. Ja. Oder ich bin zu blöd für das Spiel jetzt mittlerweile. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ich das so weiterspielen soll. Oder ob euch das auch zu blöd ist. Ja, die Fresse. Oder ob euch das auch zu blöd ist. Und ich lieber abbrechen soll. Scheiße! Nein, er bringt uns alle um! Oh, wenn du das Leben vor den Richter schaffst. Ja. Mama mia! Muss ich hin? Weiter geradeaus. Naja, okay. Ich weiß nicht, ob ich da hier jetzt irgendwas schaffe. Oder Meister Eder! Oder ob ich, draufgehen werde und alles nochmal neu machen muss. Verdammt! Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt auch... Ich bin jetzt auch einfach ruhig, weil ich... Scheiße. Jetzt bin ich gerade da angekommen. Sehen Sie sich um. Rufen Sie mich, wenn ich helfen kann. Ja, jetzt bitte. Das wird alle umhauen. Jetzt gehe ich mit einem anderen Hemd raus und die Polizei kennt mich nicht mehr. Oder? Oder? Viel Freude damit. Ja, sie ist doof. Wie Brot. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich kriege hier ein zu viel. Das ist nichts mehr für meine, für mein Herz. So. Ich bin einfach baff. Ich weiß, also ernsthaft, und ich habe auch immer noch Angst, da diese letzte Mission zu machen, die wir da vergeblich versucht haben zu machen. Die muss ja auch irgendjemand machen, ne? Vielleicht, weiß ich nicht, lade ich mir dann irgendjemanden ein, der die machen muss für mich. Meine Mutter wird sicherlich gar nicht klappen. Boah, leck mich, da sind wir. Heute mal in Gehen. Bin ja froh, dass er hier unendlich viel rennen kann.
Martys Rettung. Ich stecke total in der Scheiße. Als ich heute Morgen zur Arbeit will, habe ich urplötzlich einen Hot Rod vor der Kühlerhaube. Mir ist zwar nichts passiert, aber auf einmal tauchen lauter Typen auf, die wollen, dass ich den Schaden bezahle. Als ich den Wichser gesagt habe, dass sie gefälligst aufpassen sollen, wo sie ihre Karre parken, haben sie plötzlich losgeballert. Ich bin in die U-Bahn-Station nahe Kingston geflüchtet. Die Arschlöcher kommen näher und die finden mich. Ich will hier unten nicht sterben. Ja, naja. Doof. Kann ja schon mal passieren, ne? Jetzt ist natürlich weit und breit kein Auto. Keine Sorge, bekommst den Folgeteil zurück. Lassen Sie mich, bitte! Ja, hast du doch gehört, Folgetank zurück. Ach, ich hab mir in die Hose gesetzt. Habt ihr das gehört? Oh, ich hab mir in die Hose geschissen. Ein neuer Tag und ab in die Werkstatt. Naja, aber Folgetank zurück. Hey! Geil, da waren wir aber auch noch nie, ne? Waffe ist Müll. Darf ich das mal genau so betonen? Müll. Wie soll ich hier eine Mission schaffen, wenn ich keine einzige Waffe zur Verfügung habe, die funktioniert, mit der man schießen kann, ohne dass sie nach 3 Schuss nachladen muss? Wie soll das funktionieren? Jeder Waffenladen hat hier die gleichen verfickten Waffen, die alle nicht klappen. Marty ist im U-Bahnhof. Nein, wirklich. Erzähl mir keinen. Gott, ernsthaft, ey, das ist doch... Wirklich? Ich bin ein bisschen überfragt. Jetzt. Ach ja. Das Leben, es ist so schön. Nur hier nicht. Hier ist es scheiße. So, das ist jetzt mein letzter Versuch hier, ja? So, Steuerung ist Deckung. Die Waffe weg! Stopp! Da unten sind noch mehr Leute mit Waffe. Weg hier! Ja, kümmer du dich mal darum, Polizist. Scheiße! Der hat mir die Waffe abgenommen. Ich glaube es nicht. Ich glaube, es hackt. Verdammt! Der Verdächtige ist um die 1,80. Normaler Körperbau. Roger. Das sind 7 ja, Millionen Polizisten, Leute mit Waffen und er... Alles klar.
Kollege am Boden, schießt! Roger. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Mafia 2 wieder, von Joe's Adventure.